mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, wir machen heute mal wieder ein Emoji-Erraten-Quiz. Allerdings geht's diesmal um Tiere. Ich bin gespannt. Nummer 1. Was ist das für ein Tier? Eisbär. Ey, wenn das alles so wird wie dieses erste Tier, dann sage ich euch mit Ansage, ich mache alles richtig. Bist du drauf gekommen? Es ist natürlich der Eisbär. Krass. Wer hätte das erraten? Nächstes Tier. Wie sieht es mit diesem Tier aus? Das ist, glaube ich, ein Clownsfisch, also Nemo. Hast du eine Idee? Gesucht war der Clownfisch. Ah, oh, Clownfisch. Ich dachte mir, der heißt Clownsfisch. Aber okay, wir waren auch hier richtig, würde ich sagen. Nummer 3. Welches Tier ist das? Das Nilpferd? Ich wollte erst Flusspferd sagen, aber ich glaube, es ist das Nilpferd, obwohl das hier weiter entfernt vom Nil nicht sein könnte. Hast du es erraten? Es ist das Flusspferd. Was ist denn ein Flusspferd? Ja, ich finde stark, wie ich mir immer so Ziele setze und es einfach dann nicht schaffe. Was kannst du eigentlich? Nummer 4. Erkennst du auch dieses Tier? Ameisenbär. Ab jetzt. Alles richtig mit Ansage, Alter. Boah, Ameisen sind auch irgendwie wie Spinnen, nur in ganz kleinen, ne? Hast du es gewusst? Ja. Gesucht war der Ameisenbär. So, warum heißt der eigentlich Ameisenbär? Also, guck mal, das hier ist ein Ameisenbär. Der hat nichts mit einem Bären zu tun. Nummer 5. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Ein Medaillenfisch? Einserfisch? Ich habe keine Ahnung. Metallfisch? Kann es sein, dass du dumm bist? Medaillon? Ey, ich habe keine Ahnung. Medaillenfisch? Sage ich einfach mal. Ey, aber was ist denn das für ein doofes Tier? Hast du verraten? Es ist natürlich der Goldfisch. Ja. Der, das wusste ich. Nummer 6. Was ist das für ein Tier? Die Wüstenrennmaus? Ich habe auch keinen Plan, ob es eine Wüstenrennmaus gibt. Ey, das ist schwieriger, als ich dachte. Hast du es gewusst? Es ist die Wüstenrennmaus. So. Jetzt! Mit Ansage alles richtig. Soll ich dich mal ganz kurz gegen die Vitrine werfen? Du müsst eigentlich immer einen Shot trinken, wenn ich sage, mit Ansage alles richtig ab jetzt. Nummer 7. Welches Tier ist das? Alter! Es ist ein Schild und ein Frosch. Das ist doch kein Schildfrosch. Also, es ist logischerweise ein Frosch. Aber Abwehrfrosch? Ey. Ach man, immer wenn ich sage, mit Ansage alles richtig, danach scheiß ich so rein. Ich würde sagen Schildfrosch. Obwohl es eigentlich nicht gibt. Hast du eine Idee? Kenne ich safe nicht. Das ist die Schildkröte. Boah. Boah, bin ich scheiße. Boah, bin ich scheiße. Eine Schildkröte. Junge, wenn ich eine Schildkröte wäre, wäre ich eher eine Scheißkröte. Nummer 8. Was ist das für ein Tier? Der Wellenlöwe. Wasserlöwe. Wasserlöwe gibt's doch, oder? Ich glaube, das ist einfach ein Wasserlöwe. Also ich weiß nicht, ob ich gerade lost bin, aber genauso wie es ein Flusspferd gibt, gibt's ja auch einen Wasserlöwen. Hast du's erraten? Dann. Es ist der Seelöwe. Als ich das erste Emoji-Pärchen gesehen habe in diesem Video, dachte ich mir wirklich, Mensch, unnormal easy. Ich bin so schlecht. Nummer 9. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Das ist der Duschbär. Ey, Mann, ich weiß es nicht. Wasserbär. Ey, das ist ein Duschkopf und ein Bär. Aber es ist ja nicht der Duschkopfbär. Ich weiß es nicht. Ich sage einfach Duschbär. Ich kenne dieses Tier nicht. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich kenne dieses Tier nicht. Gesucht war der Waschbär. Ich sehe die Kommentare schon. Boah, Luca, lost. Das, ihr kennt doch jedes Kind, ja? Nee, eben nicht. Nummer 10. Welches Tier ist es diesmal? Ich bin scheiße und ich werde ausgelacht. Ich dachte, das ist ein Joke jetzt, oder? Hast du es erraten? Weil man es nicht hinkriegt. Ich stelle gerade wirklich mein Leben in Frage. Nummer 11. Was ist das für ein Tier? Das ist endlich mal wieder was ich hinkriege, und zwar ist es der Nasenbär.
Was ist eigentlich ein Nasenbär? Können wir hier mal ganz kurz ein Foto von einem Nasenbären einblenden? Das Lustige ist, es bringt mir halt nie was, wenn hier ein Foto eingeblendet wird, ne? Also im Nachhinein bringt es mir schon was, weil ich halt das Foto einblende, aber jetzt gerade bringt es mir nichts. Ich google mal kurz, wie ein Nasenbär aussieht. Was ist denn das? Bist du drauf gekommen? Ja. Das ist der Nasenbär. So, und ich sag euch jetzt, Leute, ich habe jetzt noch ein Leben. Ich darf jetzt für den Rest des Videos, wir sind gerade mal ein bisschen bei mehr als der Hälfte, ich darf noch einmal mich vertun. Wenn ich mich danach nochmal vertue, dann ist das Video direkt vorbei. Hm? Jetzt wird hier die komplette maximale Gehirnleistung, Genau. Nummer 12. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Schneetiger. Ich habe genau das Bild vor Augen von diesem Ding. Ich weiß nicht, Eistiger, Schneetiger. Doch, das ist ein Schneetiger, glaube ich. Hast du es erraten? Es ist der Schneeleopard. Nein! Verdammt! Schneeleopard, Schneetiger, Schneeleopard. Doch, ja, stimmt. Das hört sich auch deutlich sinnvoll an. Mann! Okay, ey, ich habe kein Leben mehr. Ich darf mich nicht mehr vertun. Nummer 13. Welches Tier ist das? Das ist Patrick Star, a.k.a. der Seestern. Sorry, aber wenn es das nicht ist, dann lösch meinen Kanal. Weil das kann ja wirklich nicht sein, dass ich so reinscheiße bei diesen Videos hier. Das muss der Seestern sein. Bist du drauf gekommen? Es ist der Seestern. Aber ein Seestern, ist das ein Tier? Für mich ist ein Tier erst dann ein Tier, wenn es Augen und einen Mund und irgendwie ansatzweise ein Gehirn hat. Quallen sind für mich auch keine Tiere. Wusstet ihr, dass Quallen so wenig denken können? Die kannst du theoretisch in so ein Glas packen. Die würden denken, die wären im Ozean, weil die nicht so weit denken können. Die denken so, wow, voll krass hier, voll krass hier, voll krass hier, Alter, voll krass hier, voll krass hier. Die wissen ja auch nicht, wo sie hinwollen. Die werden einfach von den Wellen rumgetrieben. Manchmal wäre ich gerne Qualle. Nummer 14. Erkennst du auch dieses Tier? Wir haben einen Wolf und eine Schneeflocke. Wir hatten schon Schneeleopard, deswegen sage ich jetzt einfach Eiswolf. Kein Plan, Alter. Hast du es gewusst? Es ist der Polarwolf. Das lassen wir nicht gelten. Wie bitte? Das ist kein Polar. Das ist ein Fehler vom Spiel. Und ich kriege noch ein Leben. Kennt ihr das, wenn ihr früher so irgendwie selber allein Basketball gespielt habt auf dem Korb und dann sagt ihr so, wenn ich den jetzt nicht treffe, dann höre ich auf. Und dann treffe ich dann so, okay, noch ein Leben. So fühle ich mich gerade. Nummer 15. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Also, das Einzige, was mir da einfallen würde, ist Siebenschläfer. Aber ich könnte euch gerade nicht sagen, was ein Siebenschläfer ist, ne? Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Tier ist oder gerade eine Alkoholart. Warte, Siebenschläfer. Oh, hey, was sind das denn immer für komische Tiere, plötzlich Nagetier? Kein Plan, was das ist, Alter. Ich glaube aber dann anscheinend Siebenschläfer. Also was anderes kann es nicht sein. Welches Tier hat sonst ein Sieben im Namen? Bist du drauf gekommen? Es ist der Siebenschläfer. Oh, guck mal, jetzt hier, ab jetzt alles richtig. Ich sag's jetzt. Was ist das für ein Tier? Die Spritzraupe? Oder geht's um eine Schlange? Weil der hätte mir wahrscheinlich eine Schlange genommen, ne? Blutraupe? Boah, ich sag, das ist die Spritzraupe. Boah, ich habe keinen Plan, Alter. Hast du es gewusst? Es ist der Blutegel. Scheiß auf diese Leben. Wir rattern das jetzt einfach durch. Nummer 17. Welches Tier ist das? Hä? Wenn das jetzt das Nilpferd ist, ne? Oder Wellenpferd. Keine Ahnung, wir hatten quasi genau das gleiche schon nur mit einem Fluss. Da war es das Flusspferd. Das heißt, entweder das Meerpferd, ich würde sagen Nilpferd. Es ist das Seepferdchen. Dann macht das Pferd doch wenigstens ein bisschen kleiner. Damit man denkt, es ist kein Pferd, sondern ein Pferdchen. Boah. Nummer 18. Was ist das für ein Tier? Igelschwein. Das ist easy. Hast du es erraten? Gesucht war das Stachelschwein. Reden wir nicht drüber. Nummer 19. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Das ist der Wasserhund. Und da bin ich mir zu 100% sicher. Hast du's erraten? Wasserhund. Das war der Seehund. Ich denke nicht so weit, ne? Beim nächsten lasse ich mir Zeit. Das nächste, da lasse ich mir die komplette Zeit, die es gibt. Ohne jetzt irgendwie zu meinen, boah, ich weiß es direkt. Oh. Nummer 20. Und gleichzeitig das schwerste Tier in diesem Rätsel. Orange. Bist du drauf gekommen? Es ist der Mandarinfisch. Ja, ich glaube, ich habe mehr als die Hälfte verkackt. Und wenn man mehr als die Hälfte falsch hat, ist man auch in einer Klausur durchgefallen. Das war ein unfassbar schweres Quiz für mich. Ich weiß nicht, ob ihr mehr Sachen erraten konntet als ich. Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber mir machen diese Emoji-Quizzes unfassbar viel Spaß. Es gibt das auch noch mit Marken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und jetzt befinden wir uns im Outro. Wenn ihr euch ein anderes Emoji-Quiz angucken wollt, dann schaut mal hier.
Da gibt es ein anderes Emoji-Quiz. Da habe ich nämlich versucht, Lieder. Nee. Was habe ich da nochmal versucht zu erraten? Ist auch egal. Guckt sie eh kein Schwein an.